Schiff on Air. Bei Radio Frankfurt heute gleich mit zwei Studiogästen. Ich fange mal mit dem Mann an. Grüß dich, Harald Holzer. Hallo, grüße dich. Hi, und beide ist mit dabei Dr. Boris Becker? Claudia Schiffer? So sollte ich mir den Namen nämlich merken. Ja, das stimmt, das habe ich dir gesagt, Marcel. Claudia Becker. Dr. Claudia Becker, schön, dass ihr hier seid. Aus welchem Grund seid ihr hier? Wir wollen über was sprechen? Wir wollen gerne über Start-up sprechen und wie wir aus der Wissenschaft möglichst viele Unternehmen in die Wirtschaft bekommen. Und über euren Start-up and Innovation Day, ne? Genau, der ist nämlich am 20. Oktober im Darmstadtium in Darmstadt und es lohnt sich hinzugehen. Auf jeden Fall. Und wir werden viel darüber erfahren, wie die Claudia ihren Dachboden gerade ausbaut, mit der Vespa durch Frankfurt Cruiser. Harald, geht Sporttauchen, Wracktauchen und so Zeug, gell? Ja. Es wird eine spannende Stunde. Habt ihr Bock? Klar. Auf jeden Fall. Ich auch. Viel Spaß. Jetzt hören wir erstmal ein bisschen Musik. John Legend und Leonie. Ich bin Marcel Ehmann. Chef on Air und Chefin on Air. Nicht zu vergessen, heute hier bei Radio Frankfurt. Bei uns sitzt die Dr. Claudia Becker. Hallo Claudia nochmal. Hallo Marcel. Und der Harald Holzer, DJ Harry Wood, oder? Ja, genau, so ist es. Darüber wollen wir auch noch natürlich im Laufe der Sendung sprechen. Aber Harald, du bist Geschäftsführer von HIES, dem Innovations- und Gründungszentrum der TU Darmstadt. Warum hatten die TU so ein Zentrum? Wir wollen Startups fördern. Wir wollen, dass die Wissen, dass das Wissen und die Forschung Anwendung in Wirtschaft und Gesellschaft findet. Mhm. Und ein cooles Format ist eben, dass aus diesem Wissen ein Unternehmen gegründet wird. Das unterstützen wir. Und deswegen gibt es das Innovations- und Gründungszentrum HIES. Und du kennst dich da supermäßig aus. Die Claudia hat mir mehr über dich erzählt, als du vielleicht selber weißt. Ich habe insgesamt 5 Startups gegründet, Anfang in den 2000er Jahren. Nach dem Exit meines letzten, das war im Bereich digitale Gesundheit, bin ich jetzt an die TU Darmstadt gekommen und versuche meine Erfahrung an die junge Gründergeneration weiterzugeben. Heißt, bist du auch Dozent? Was machst du? Ich bin kein Dozent, ich helfe in der Beratung, also in der Wegbegleitung von Wissenschaftlern, die so die erste Gründungsidee haben, bis zum Unternehmen. Wir versuchen aber auch, die Startups auf eine Bühne zu heben, um denen Kontakt zu geben zu potenziellen Investoren, zu Partnern aus der Wirtschaft, auch zu Politik, damit eben Startups, das heißt die jungen Unternehmen, erfolgreich sein können. Claudia, bist du Dozentin? Nee, ich bin keine Dozentin, aber ich gebe ab und zu so Kommunikationsworkshops. Aha, du bist nämlich die Kommunikationsleiterin von HIES, ne? Genau. Seit wann gibt's HIES schon? Oh je, es gibt schon HIES. Harald ist jetzt dein Assistent, er hält dir das Mikro hin. Seit vielen, vielen Jahren, wir sind fast im 10. Jahr. Okay. Und uns ist an der TU Darmstadt als technische Universität das Thema Innovation von der Universität in die Wirtschaft schon immer besonders wichtig. Und wir fördern seit einem sehr, sehr frühen Zeitraum auch die Ausgründung von Startups. Und helft ihr jetzt nur Menschen, die auch von der TU kommen, oder helft ihr jedem? Wir helfen grundsätzlich jedem, vorzugsweise Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit einem Forschungsergebnis aus der TU Darmstadt. Es kommen aber ganz viele auch aus dem Umfeld, aus dem Alumni-Umfeld, aber auch aus der gesamten Region. Und wir schicken keinen weg. Wir helfen grundsätzlich jedem. Das ist sehr schön. Claudia, hast du auch schon mal ein Startup gegründet? Nee, ich war aber mal 15 Jahre... Darfst du das Mikro auch selber in die Hand nehmen? Nur wenn du willst. Dankeschön, ich nehme es gerne in die Hand. Ich war 15 Jahre mal selbstständig mit einer PR-Agentur in Frankfurt. Genau. Okay. Und du bist aus Alt-Griesheim her geradelt, oder was habe ich eben gesagt? Ich hätte fast die Vespa genommen bei diesem wunderschönen sonnigen Wetter, aber ich sause dann mit meinem kleinen Fiat 500 hinterher nochmal nach Darmstadt. Da habe ich noch einen Termin an der TU. Ach schön. Um die... Wegen ohne Vespa. Fiat 500? Ja. Vespa? Und ein E-Bike hast du auch, glaube ich, ne? Mit dem du hier durch Frankfurt düst, gell? Genau. Es ist echt schlimm. Man erzählt dem Marcel so nebenbei was und dann wird man sofort verhaftet. Du musst immer aufpassen, was man hier erzählt wird. Und jetzt lass uns ganz kurz drüber sprechen. Was ist heute in 2 Wochen bei euch? Im Darmstadtium nämlich? Heute in 2 Wochen ist der 20. Oktober. Ab 13 Uhr ist das komplette Darmstadtium voll auf Startups und Innovationen eingestellt. Da geht es darum, Innovationen aus der Region, aus Darmstadt, aus dem Rhein-Main-Gebiet zu präsentieren bei unserem Startup und Innovation Day. Wer ist da alles eingeladen? Alle sind eingeladen. Jeder kann kommen, der einfach mal gucken möchte, was gibt's denn für neue Startups, für Geschäftsideen. Man kann netzwerken, sich austauschen. Es kommen spannende Speaker, Politik, Gesellschaft, Kultur. Alle sind vor Ort und es gibt ganz viel Spaß auf jeden Fall. Und das Programm ist schon voll oder können sich noch Startups bewerben dafür?
Das Programm ist voll. Wir haben 80 Startups oder Innovationsprojekte, die jedes für sich das Potenzial hat, die Welt ein bisschen besser zu machen. Mhm. Und im Gegensatz zu der Welt heute hier draußen strahlen wir Optimismus aus. Wir strahlen aus, dass wir eben Lösungen für die Zukunft haben, Lösungen für die drängendsten Probleme unserer Zeit. Und allein dieser Spirit, diese Startup-Luft, die so ein Stück weit auch knistert, da lohnt es sich auf jeden Fall vorbeizukommen. Mensch, ihr zwei brennt ja für das Thema so richtig. Seid ihr fast schon euphorisch? Oder liegt so ein bisschen an der Höhenluft hier bei uns im 27. Stock? Nein, wir sind euphorisch, aber das ganze Heils-Team auch. Ja, übrigens, ich muss dir vollkommen recht geben mit dem, was du sagst. Wird zu viel negatives Zeug verbreitet und so weiter. Ich habe ganz viel auf dem Bau geschafft, ne? Deswegen werden wir uns gleich ein bisschen über den Dachausbau unterhalten, Claudia. Und ich habe mal zugehört, wie irgendein, ich glaube, ein Polier zu dem Bauherrn kam und sagte zu ihm, ich habe da ein Problem. Sagt er dann, stopp, komme nicht mit Problemen, komme mit Lösungen. Und das ist immer ein geiler Satz, der überall immer Anwendung findet, finde ich. Seid ihr baff, ne? Dürft ihr nehmen? Nee, wir sind nicht baff, weil genau das ist die Herausforderung, nicht das Problem bei Startups. Letztendlich jede Geschäftsidee muss irgendein Problem, was vorhanden ist, lösen, nicht ein virtuelles. Und das ist letztendlich auch der erste Lackmustest, den potenzielle Gründer zu erwarten haben, wenn sie bei Highest aufschlagen. Gibt es ein Problem, was ihr lösen könnt? Chef on Air. Heute mit der Dr. Claudia Becker und dem Harald Holzer von Highest, dem Innovations- und Gründungszentrum der TU Darmstadt. Wir haben gerade eben schon über euren Tag gesprochen, in zwei Wochen, gell? Startup and Innovation Day 2022. Letztes Jahr hat er schon einen gehabt, ne? Oder wie oft findet der mittlerweile statt? Das ist der 6. Letztes Jahr ist der ausgefallen wegen Corona. Ach, wir haben den digital Himmel gemacht, beziehungsweise als Hybridveranstaltung. Und wir freuen uns, dieses Jahr wieder alle in Präsenz zu begrüßen. Wie war sie denn, die Hybridveranstaltung? War als Hybridveranstaltung sensationell. War cool, hat super Daumen Spaß hoch von gemacht. Der Dr. Claudia. Genau. Wenn man sagt, man möchte nicht mit Doktor angesprochen werden, dann kommt genau das. Sorry. War super, hat super Spaß gemacht, aber es kann keine Präsenzveranstaltung ersetzen. Ja. Ich habe auch mal eine Lesung gemacht, damals auch so mit Aufzeichnung, Kamera und Brause vorm Handy haben sie geguckt und es ist nichts gescheit. Ja. Also dieses Jahr wieder live, sehr schön. Ihr habt eben darüber gesprochen, ihr wollt natürlich mit den Startups und Innovations so weiter die Welt ein bisschen besser machen. Und Claudia, du hast eben von einem der Studierenden, glaube ich, erzählt, von der TU Darmstadt, der neues Kühlsystem erfunden hat. Das ist ein Wissenschaftler, also an der TU. Die TU Darmstadt ist die einzige technische Uni in Hessen. Das heißt, da sind natürlich auch total spannende Wissenschaftler, Ingenieure, die was entdecken einfach. Mhm. Und das ist der Timo Siermann mit Magnotherm und seinem Team. Die haben eine neue Kühltechnik entwickelt, basiert auf magnetokalorischen Materialien. Ja. Aber frag mich jetzt bitte nicht genau, was das ist. Jedenfalls, es geht darum, Magnete aufzuladen, wieder zu entladen, warm und kalt zu machen. Und so haben die ein neues System entwickelt, wo man kühlen und auch wärmen kann. Also eine Bierkiste können sie schon sehr gut kühlen. Die arbeiten auch ganz intensiv, wenn das besser wird. Mehr braucht man nicht. Doch, ich bitte darum natürlich, dass da noch mehr kommt von denen. Du hast schon 5 Startups selber gegründet, auch wieder verkauft, ne? Ja. Wie kam es dazu, dass du so umtriebig bist in dem Bereich? Nenne ich es jetzt mal so. Wir hatten einfach ein paar Ideen. Und zwar immer in einem Team, in einem Freundeskreis. Und im Freundeskreis? Auch im Freundeskreis. Ah, okay. Das Schönste, was man machen kann, ist ein Startup in einem coolen Team zu entwickeln. Wenn man da noch befreundet ist, macht es umso mehr Spaß. Ideen oder Problemstellungen erkannt, Lösungen dafür entwickelt und gesagt, boah, ich habe ein Team, ich habe Leute, die haben Lust, die haben auch die Kompetenz, so etwas zu entwickeln. Mhm. Und lass uns starten, lass uns einen Investor suchen. Hat in vielen Fällen gut geklappt. Mhm. Und auch der Exit hat ganz gut funktioniert. Und du hast eben gesagt, eins der entscheidenden Voraussetzungen ist, dass man eine Lösung hat für ein vorhandenes Problem. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ein existierendes Problem sollte man lösen können. Ansonsten ist das Geschäftsmodell aller Voraussicht nach nicht so stark genug, dass es überstehen kann. Also, Startup and Innovation Day 2022, 20. Oktober im Darmstadion, heute in 2 Wochen. Lass mal ein bisschen privat plaudern. Wie alt bist du, Harald? Ja, ich bin bei euch auf 64. Ja. Ich gehöre zu dem Geburten, nein, überhaupt nicht, zu dem geburtenstärksten Jahrgang in Deutschland. Ja, es ist super, ich sage immer, ich bin 1974 Weltmeisterjahrgang. Genau. Man braucht immer so ein bisschen. Da war ich 10. Sehr schön, sehr schön. Wo kommst du her? Ich komme aus Ubstadt-Weiher, das ist in der Nähe von Bruchsal, liegt zwischen Karlsruhe und dem schönen Heidelberg. Wohnst du da immer noch? Oder? Ich wohne da immer noch, ich pendle nach Darmstadt, beziehungsweise die hybride Arbeitswelt
Umfeld macht es möglich, dass man eben nicht jeden Tag vor Ort sein muss. Mhm. Feste Zug, feste Auto, feste Fahrrad? Ich fahre beides. Ich fahre Zug vorwiegend oder am liebsten. Ich fahre aber auch teilweise mit dem Auto, wenn es die Zeiten erforderlich machen. Also bei der Claudia haben wir schon gehört, Fiat 500, sehr stolz auf ihr Auto, hast du gleich genannt. Was fährst du? Ich fahre ein E-Fahrzeug, iPace von Jaguar. Oh, naja, wer 5 Startups erfolgreich verkauft hat, Claudia, ne? Aber Claudia fährt zudem noch Vespa und E-Bike. Ja, ich fahre Inlineskates. Aber nicht nach Darmstadt, ein bisschen weit. Und du läufst auch Marathon und so Zeug. Ja, das habe ich vor kurzem gemacht in Berlin. Himmel. Berlin-Marathon auf Skates letzten auf Samstag. Skates? Auf Skates, genau. Darf zwei. Man das? Ja, klar. Machen auch 5000 andere Ach neben so. Mir. Hallo, hallo. Runter von den Rollen. Aber nicht am selben Tag wie die Läufer. Claudia, du, eins deiner Hobbys ist gerade so ein bisschen notgedrungen, Handwerkerin zu sein, gell? Na, Handwerkerin nicht, aber so zusammen mit meinem Partner bauen wir gerade den Dachboden um, aber wir haben super tolle Handwerker da, aber da muss man mal gucken. Bei euch sind die alle? Die sind bei uns alle, ja genau. Also wir haben einfach also ein großes Herz an unsere Handwerker. Sie sind einfach fantastisch und sie kommen und sie machen und sie tun. Manches dauert ein bisschen länger, aber wir sind auf der Zielgeraden, Gott sei Dank. Die muss man sich warm halten, die Kerle und Mädels, gell? Ja klar, ruf einfach an. Chef on Air bei Radio Frankfurt, heute am Donnerstag, den 6. Oktober. Heute in 2 Wochen findet im Darmstadtium der Startup and Innovation Day des Jahres statt. Harald Holzer, der Geschäftsführer von Hyas, ist hier bei uns. Und auch die Claudia Becker, ich hab mal das Doktor weggelassen, gell? Freut sie sich, ne? Kommunikationsleiterin von Hyas, denn hier ihr veranstaltet, ne? Ja, genau. Richtig, richtig. Wir haben gerade eben über ganz interessante Dinge gesprochen, während die Musik lief. Es ging ums Thema Patente und i4Share, wie heißt es? IP4Share. Ich hab dir gesagt, ich muss die Brille aufsetzen, wenn ich aufschreibe. Intellectual Property, aber das macht überhaupt nichts. Also erklärst du mir. Mach ich gerne. Viele Startups, viele Unternehmensgründungen kommen aus der Wissenschaft. Die Wissenschaftler arbeiten beispielsweise im Rahmen ihrer Doktorarbeit an einer Erfindung und die bekommen auch Gehalt während dieser Zeit. Mhm. Und das Patent, was dann möglicherweise entsteht, gehört erstmal der TU Darmstadt. Mhm. In der Vergangenheit war es so, dass man das Patent kaufen konnte als Startup. Ein Startup hat aber kein Geld. Man konnte es lizenzieren. Das wollen aber wiederum die Investoren nicht, dass das Patent irgendwo anders liegt. Und wir haben jetzt das Thema IP4Share, das heißt, wir geben Patente raus für einen kleinen Unternehmensanteil. Etabliert, auch umgesetzt. Wir wurden da mit viel Applaus versehen innerhalb der deutschen Gründerszene, auch vom Bundeswirtschaftsministerium. Das ist etwas, wo wir glauben, dass wir eben die Bedingungen für Startups nochmal deutlich verbessern und die Attraktivität einer Ausgründung, eines Spin-offs nochmal erhöhen. Finde ich eine hervorragende Idee, auch Umsetzung natürlich, was er da macht, weil es gehen so viele Patente irgendwo verloren. Man könnte die Welt um so viel besser machen, jetzt schon, weil es genug Technologie gibt, aber große Unternehmen kaufen das. Die warten, genau. Die schützen sich gegen Innovationen, damit das aktuelle Geschäftsmodell möglichst geschützt wird. Mhm. Das finden wir auch nicht gut. Wir gehen einen ganz anderen Weg. Alle Patente, die es an der TU Darmstadt gibt, alle Erfindungen, alle Assets, bereiten wir so auf, dass es der Mittelstand versteht, dass es auch die Wirtschaft versteht. Und wir kooperieren sehr gerne. Wir finden immer Modelle, wie man die IP dann auch in die Wirtschaft transferiert. Fantastisch. In 2 Wochen beim Startup and Innovation Day, Claudia, treffen Founder Spirit und Innovationsgeist auf Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Was erwartet uns konkret? Konkret? Spannende, spannende Ideen. Geh mal ein bisschen ins Detail, mach mal ein bisschen Werbung für den Tag. Also, kann ja jeder kommen. Super, ne? Also, genau. Also man kann sich natürlich die Messestände angucken, mit Leuten in Kontakt treten, bei uns Popcorn und Kaffee schnorren. Ja, ich bin dabei. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und es gibt spannende Leute. Wir haben zum einen Tom Plümmer, der ist unser Drohnenvisionär mit Wingcopter, der kommt auch aus der TU Darmstadt. Der erzählt mal, wie sein Weg gegangen ist. Dann haben wir Lukas Fuhrmann von Lover. Lover ist ein, die machen ein lederähnliches Material aus Hanf, auch von der TU Darmstadt. Okay. Der berichtet. Lover? Genau. Made with Lover. Genau. Verstehe. Aber wir haben Thomas Sattelberger, der ehemalige Staatssekretär des Bundesforschungsministeriums, Katharina Helten von ist
der Beauftragte bei der TU. Wir haben Simon Müller von der Fiesmann Group und Bettine Schmitz, sie ist die Investorin des Jahres 2022. Also, spannende Menschen. Da gibt es ein spannendes Panel, moderiert von der Caroline Bock, Professorin an der TU. Oho. Wann gehst du das nächste Mal in die Oper? Ich war letztes Wochenende, ich gehe am Sonntag in die Alte Oper. Da. Du warst letztes Wochenende und jetzt am Sonntag gehst du schon wieder? Ja. Hast du ein Abo, ja, oder was? Ja, ich habe auch ein Abo, ich gebe es zu. Was sind so deine Favorites? Also mein Favorite ist die Zauberflöte. Das kommt dieses Jahr zum Glück auch. Da kann ich fast mitsingen. Ich muss mich immer zusammenreißen, mir den Mund zu kleben, damit ich in der Oper nicht aufstehe. Aber nein, ich singe das höchstens unter der Dusche oder beim Anstreichen der Wände. Du hast ein Mikro vor dir. Willst du mal eine Kostprobe geben? Nein. Das war ein Scherz. Machen wir nicht. Aber Harald, DJ Harry Wood. Harry Wood ist dein persönlicher Instagram-Account, ne? Ja. Du bist auch noch Musiker oder was? Ich bin auch Musiker. Was machst du? Ich habe mein Studium finanziert, indem ich eine Coverband hatte. Wir haben auf Weinfesten, Bierfesten, Klassentreffen, Hochzeiten gespielt. Einige Jahrzehnte auch mit einem Freund. Es ist eine ganz, ganz tolle Freundschaft daraus entstanden. Aktuell spiele ich in einer Big Band, spiele ich Piano. Piano spielst du, ja? Was habt ihr gecovert früher? Was war das? Alles. Also von Partyhits über Michael Jackson oder was auch hier im Radio läuft. Das, was man halt auf einer coolen Party hört. Jetzt sitzt du hier Schnieke mit dem Sakko, weißem Hemd, Jeans und Sneaker. Auf der Bühne hast du mal Glam-Rock-Outfit an, oder? Das glaubst du aber. Ehrlich jetzt? Ja. Was habt ihr so getragen? So richtig Glitter oder so? Nein. Lange Haare? Hä? Ja, in 80er Jahren sicherlich auch lange Haare, aber es war alles so in sinnvollen Areas. Harald Holzer ist Geschäftsführer von Highest im Innovations- und Gründungszentrum der TU Darmstadt und die Dr. Claudia Becker ist die Kommunikationsleiterin und in 2 Wochen ist der Startup and Innovation Day. Über den sprechen wir diese Stunde und gleich babbeln wir noch eine Runde weiter nach Nickelback Photograph hier bei Chef on Air. Chefin on Air bei Radio Frankfurt, heute am Donnerstag. In 2 Wochen ist der Startup and Innovation Day im Darmstadtium der TU Darmstadt. Der Harald Holzer sitzt hier. Harry Wood, gell? Claudia, hast du auch einen Spitznamen? Nein, Claudia. Ist doch ein schöner Name, oder? Claudi Baker, maybe. Claudi Baker. Doc Baker. Doc Baker. Ab jetzt heißt sie Doc Baker. Was macht die TU Darmstadt und vor allem Highest anders als andere Unis und Innovationszentren? Wir scouten Ideen, wir versuchen Studierende, Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler zu sensibilisieren. Wir gehen also quasi aktiv auf Akquise und wir nehmen jede Idee ernst. Also wir bewerten nicht, sondern nehmen die Idee und sind Wegbegleiter, bis man aus dieser Idee ein Business Case entwickelt hat. Und dann zu einem Meilenstein, wo man bewerten kann, lohnt sich es, ein Startup zu gründen oder nicht. Viele andere Universitäten, viele andere Inkubatoren machen starre Programme, gehen weniger auf die individuelle Situation ein. Wir glauben damit, einen richtigen Weg zu gehen und damit auch besonders erfolgreich zu sein. Ja, und mit dir hat man ja einen perfekten Mann parat, der eben schon 5 Startups gegründet und verkauft hat, ne? Ja, das ist aber auch das Team. Das sind die Gründungsberaterinnen, die Gründungsberater. Das war doch eine gute Steilvorlage, genau. Oder? Liebe Grüße an alle, die da mitwirken, alle natürlich. Wie viele Startups bringt die TU Darmstadt vor? Mit Potenzial natürlich? Wir haben aktuell so 15 bis 20 pro Jahr. Wow. Und wir sind fest davon überzeugt, wenn wir alles richtig machen, wenn wir mehr investieren, auch in dieses ursprüngliche Scouting, dass wir einen Faktor 2 haben. Also wir würden auch 30 bis 40 Startups ausgründen können. Und das ist auch unser Ziel für die nächsten 5 Jahre. Wunderbar. Claudia, in 2 Wochen ist soweit, der Tag findet statt. Wann gehst du? 13 Uhr, glaube ich, ne? Es geht 13 Uhr los und es geht bis 21 Uhr. Genau. Und Höhepunkt ist dann? Höhepunkt ist das Finale und die Preisverleihung des TU-Ideenwettbewerbs. So, Harald hatte schon gerade gesagt, wir scouten Ideen. Und wie kann man das am besten machen, indem man sagt, Leute, sendet uns eure Ideen, wir helfen euch, wir coachen euch und es gibt eine Jury aus Wirtschaft und Wissenschaft, die das bewertet und die dann Preise vergibt. Das heißt, Studierende und Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen konnten uns einfach mal überraschen und am 20. Oktober können alle vorbeigehen und gucken, sind die nächsten Startups der Zukunft. Nichts ist stärker als eine Idee, die an Zeit gekommen ist. Gell? So ist sind es. Ideen dabei, über die ihr schon sprechen dürft, wo du sagen kannst, oh, das wird der Hit? Nee, aktuell nicht. Das ist eine interne Jury. Ah, wir wollen nicht darüber sprechen. Aber jede Idee hat Potenzial für eine Ausgründung, für ein Startup und jedes Startup hat auch das Potenzial, die Welt besser zu machen.
Keyboarder bist du in verschiedenen Bands. Sporttaucher. Ja. Heißt, wo warst du schon überall? Naja. Great Barrier Reef? Nee, da war ich noch nicht. Das ist aber ein schönes Ziel. Lange der Waldsee oder da, wo kommst du her? Ubstadt? Ubstadt war ja, genau. Warst das ist bei Bruchsal. Da war ich noch nicht tauchen, aber in dem See habe ich, in Kronau habe ich tauchen gelernt. Und wo war ich überall? Ja, ich habe schöne Wracks getaucht. Wow. Wir waren auf Mauritius in den USA. Hey. Natürlich in Ägypten, wo man auch ganz toll mit Haien tauchen kann. Oh. Und das ist einfach ein mega schönes Erlebnis. Wer heißt wir? Was heißt wir? Wir heißt meine Tochter und ich. Mein bester Buddy. Ja? Ja. Wie alt ist sie? Die ist 26. Okay. Und sie war eigentlich auch so der Impuls, warum wir gestartet haben. Sie wollte unbedingt tauchen. Die Tochter lässt man dann nicht alleine. Als Papa geht man mit. Ja. Und ich guck mal lieber. Wir sind eigentlich ein sehr, sehr gutes Buddy-Team. Oh ja, ich war auch schon. Ich habe einen Tauchschein, Paddy-Tauchschein, viel zu wenig getaucht, aber auch mal Wracktauchen in Mexiko und Höhlen tauchen. Das war der Oberhammer. Ja. Claudi, ja, sorry, Doc Baker haben wir ja gesagt, dann bin ich jetzt, gell? Yes, Marcel. Wann geht's das nächste Mal nach Chania? Marcel übrigens, er findet Greta ganz toll und ist auf da auf jeden oft. Fall. 7 Jahre in Folge, dieses Jahr dreimal alleine. Also es, wir haben das vor mit Chania, aber wir haben jetzt noch keine Urlaubsplanung, aber Greta ist wunderschön. Wer ist wir? Das muss ich natürlich auch fragen. Mein Partner Holger und ich. Liebe Grüße an alle, oder? Ja, das Team Grüße. Haben wir gegrüßt. Die Familie haben wir gegrüßt. Gibt es noch was zum Schluss zu erwähnen? Vielen Dank für Radio Frankfurt, dass wir heute hier sein durften. Es ist ein fantastischer Blick in die Skyline und es ist ein wunderschönes Gespräch mit dir. Ich danke dir. Das nehme ich gerne an. Startup Innovation Day. Muss man sich anmelden vorher, wenn man kommen will, übernächste Woche? Ja, bitte online anmelden unter www.hs-darmstadt.de/innoday2022. hs-darmstadt.de langt wahrscheinlich, da kommt man dann drauf. Genau, da kommt man drauf. Super! Ja. Also super Sach, schön, dass ihr da wart, Mensch. Danke, dass wir da sein konnten. Ja. Danke, dir hat sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Wir kommen gerne wieder, ne? Ja, wann klar. Wir kommen? Jederzeit. Klingelt einfach unten, man lässt euch bestimmt hoch. Hahaha, der war gut. Zum Schluss haben wir noch einen Wunschsong für euch. Was hören wir? Time of my life. Warum? Weil es ein Synonym ist für ein Startup-Leben. Es war in vielen Fällen die Zeit meines Lebens. Wenn man ein Startup gegründet hat, wenn man dieses Baby dann entwickelt, wenn man sieht, dass es erwachsen wird. Und das ist so ein Synonym für einen Startup-Gründer. Startup and Innovation Day 2022 am 20. Oktober im Darmstadtium. Anmelden unter hs-darmstadt.de.